Alpha-Keile, die sind bald Geschichte. Und das ist nicht mehr meine Aufgabe, auszusteigen, die drunter zu legen und Thomas zu navigieren. Denn wir haben was ganz Neues. Dafür brauchen wir nur noch unser Handy oder eine Fernbedienung. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Hier ist alles voll mit Fliegen, deswegen gehen wir mal ganz schnell rein. Ich habe hier eine kleine Mini-Wasserwaage, die ist jetzt bald Geschichte. Aber damit möchte ich euch einmal demonstrieren, wie schräg der Pepper jetzt eigentlich steht. Also ihr müsst das auch immer auf dem Boden messen, weil wenn ihr es irgendwo auf den Tisch legt, man weiß nie genau, wie gerade das hier alles eingebaut ist. Und ihr seht jetzt, egal wie ich es hinlege, es ist auf jeden Fall sehr schräg hier. Also wir sind jetzt auf der höchsten Stelle von den Hubstützen und wir kriegen ihn nicht mehr gerade. Wahrscheinlich müssten wir hinten noch irgendwie was drunter legen oder vorne ein bisschen was. Und das ist ziemlich viel Arbeit, das gerade zu bekommen. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man irgendwo ist, wo es ein bisschen oder noch unebener ist oder bergig, wie zum Beispiel vor kurzem waren wir in Österreich. Da sind wir an unsere Grenzen gekommen mit diesen Auffahrkeilen. Dementsprechend haben wir uns jetzt hydraulische Hubstützen unterbauen lassen. Und wie das Ganze funktioniert und wie gerade der Pepper nachher steht, das zeigen wir euch jetzt. Nachdem wir sehr oft Probleme hatten... Thomas, Probleme. Du hast ein Problem, ja. Du hast ein M-Problem. Sprich jetzt einfach weiter. Ja, du darfst. Mach nochmal von vorne. Nein. Los. Das bleibt jetzt so. Dann musst du das rausschneiden. Nein, ich schneide das nicht raus. Das bleibt so. Erzähl, was du uns erzählen möchtest. Du bist scheiße. Wir haben ja immer Probleme mit den normalen Auffahrkeilen gehabt, dieses Fahrzeug gerade zu bekommen. Davon hatten wir die Schnauze voll. Und irgendwann habe ich gesagt, so. Jetzt reicht's. Wir brauchen HIFOR hydraulische Hubstützen, die jetzt verbaut sind. So, da ich ja der smarte Typ bin, der immer weiter wird in letzter Zeit und in den letzten Monaten, aber das wird sich auch bald ändern, haben wir jetzt die Hubstützen und habe ich schon wieder gesagt. Ein paar Mal, aber wir machen jetzt einfach weiter. Ihr müsst euch einfach an sein gewöhnen. Unbekannter Fehler, den man mal sieht, wenn man sich selber auf dem Video oder auf dem Bild sieht, wenn man sich aufgenommen hat und sich auf dem Bildschirm sieht. Ja. So, jetzt Spaß beiseite und mal weitermachen. Die Fernbedienung, die kann man im Fiat-Chassis übrigens super hier in diesem Fach verstauen, wozu auch immer das Fach angedacht ist. Aber es, ja, als Fernbedienung-Halterung klappt es super. Jetzt gehen wir einmal die Funktion der Fernbedienung ein. Um sie zu starten, genügt es, ein paar Sekunden die Power-Taste zu drücken. Die vier Lämpchen leuchten grün, das heißt, die Hubstützen sind noch eingefahren. Der rote Punkt bedeutet, das Fahrzeug steht nicht in Waage, es ist nicht nivelliert. Diesen Vorgang starten wir jetzt. Die Hubstützen fangen an zu arbeiten und fahren aus bis zum leichten Bodenkontakt und dann startet die Nivellierung. Dieser Vorgang dauert ein paar Sekunden. So, man merkt, dass die Hubstützen jetzt Bodenkontakt haben und jetzt fängt die eigentliche Nivellierung an. Das rote Lämpchen leuchtet noch, das heißt, die hintere Fußstütze oder Hubstütze hat noch keinen Kontakt, aber man merkt, das Fahrzeug bewegt sich und die Nivellierung wird durchgeführt. Und sobald diese Lampe hier gleich grün leuchtet, steht das Fahrzeug in Waage. So wie jetzt der Fall. Falls man diese automatische Position nochmal anpassen möchte, gibt es auch noch die Möglichkeit einer manuellen Eingabe. Hierzu kann man die Hubstützen oder immer zwei Hubstützen gleichzeitig ansprechen. Zum Beispiel oben die rechte Seite, die hintere Seite, die linke Seite, die vordere Seite. Und so können wir jetzt mit einem Knopfdruck das Fahrzeug manuell hoch oder runter bewegen und die
jeweilige Position, die gewünschte Position auswählen. Möchte man dann die Nivellierung nochmal starten, reicht ein Tastendruck auf die Nivellierungstaste und er stellt sich wieder gerade. Schläft man mit dem Kopf lieber ein Stück höher, reicht auch ein Tastendruck auf die Schlafposition und das Fahrzeug stellt sich vorne leicht tiefer und man hat eine bessere Liegeposition. Diese beiden Tasten, auch die Taste der Tankentleerung, da stellt sich das Fahrzeug etwas schräg, um die Tanks besser zu entleeren, lassen sich auch noch manuell anpassen. So viel zum Thema der Funktion. Das heißt, man könnte einmal durch den manuellen Modus eine Waage oder eine Schlafposition von dem Fahrzeug auswählen, die einem dann zusagt, mit einem langen Druck auf die jeweilige Taste abspeichern und je nach Beliebigkeit von der Nivellierung wieder in die Schlafposition fahren. Zudem bietet die Anlage noch die Möglichkeit, eine Sonderfunktion zur Tankentleerung. Wenn man diese Option auswählt, stellt sich das Fahrzeug quer und die Tanks, die können besser leer laufen. Auch je nach Neigung bis zum letzten Tropfen, weil in der normalen Stellung immer etwas überbleibt. Soviel zum Thema der Funktion. Möchte man abfahren, reicht ein Knopf auf dieser Taste und die Hubstützen fahren ein. Sobald die Lämpchen gleich grün werden, ist der Vorgang beendet und man könnte das Fahrzeug starten und losfahren, nachdem natürlich die Fernbedienung ausgeschaltet wird. Vorher funktioniert es, glaube ich, nicht. Das können wir auch mal ausprobieren. Die Hubstützen fahren ein. Jetzt dürfte das Fahrzeug nicht starten. Genau, man sieht, dass die Fernbedienung Alarm schlägt, weil sie noch an ist. Das hat uns der Händler gar nicht erzählt. Was passiert denn wohl, wenn die Fernbedienung an ist und man das Fahrzeug starten möchte, ob das funktioniert? Okay, das funktioniert. Dann gibt die Fernbedienung nur einen Alarm ab, dass sie noch an ist. Das heißt, man sollte, bevor das Fahrzeug gestartet wird, auf jeden Fall immer diese Fernbedienung ausschalten und gegebenenfalls noch einmal um das Fahrzeug gehen, um auch wirklich zu prüfen, ob alle Hubstützen eingefahren sind. Wenn die Dinger irgendwo gegenschlagen, dann ist entweder das Fahrzeug kaputt oder der Gegenstand, der im Weg stand. Nun kommen wir noch einmal zu der Handy-App. Wir haben nämlich die Erweiterung mit der Wiegefunktion gekauft. Wenn man hier auf dieses High vorgeht, dann hat man die bekannte Fernbedienung wie im Fahrzeuginneren. Besonderheit an der App ist diese Wiegefunktion hier. Und dieses Fahrzeug wiegen wir jetzt einmal. Wichtig ist, dass kein Mensch oder Tier in dem Fahrzeug ist. So, wir starten jetzt einmal die Wiegefunktion. Wir überprüfen die Umgebung. Das Fahrzeug ist sicher. Es liegt kein Dachs oder Hund oder Otter unter der Hubstütze. Der Hund liegt hier. Jetzt fahren die Hubstützen aus und heben das Fahrzeug an. Vielleicht kannst du auch noch mal unten drunter filmen, dass man die Hubstützen sieht. Weil jetzt müssen sie das ganze Fahrzeug einmal anheben, sodass die Reifen in der Luft stehen. Normal soll das Fahrzeug auch immer komplett gerade stehen oder auf einem geraden Untergrund. Wir haben jetzt mal einfach einen Rasen genommen, mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden gleich mal feststellen, ob das nicht zu uneben ist. So, jetzt will er, dass wir prüfen, ob alle Räder in der Luft sind. Drehen an jedem Reifen, sodass die Wiegung auch korrekt durchgeführt werden kann. Stehen alle Reifen in der Luft. Das heißt, wir können jeden Reifen einmal quittieren und starten jetzt den Wiegevorgang. Was ich persönlich ein bisschen blöde finde, ist, dass er nach dem Wiegevorgang das Fahrzeug erst wieder runterfahren muss und wir dann erst das Gewicht ermitteln können oder sehen. Ich weiß nicht, ob das eine Sicherheitsvorkehrung ist oder warum das gemacht wird. Ich finde es schade, dass man ja, für jede Wiegung das Fahrzeug einmal hoch und runterfahren muss, dass man nicht mehrere Wiegungen hintereinander durchführen kann.
Blöd wäre es natürlich, wenn wir jetzt über die 3,5 Tonnen kommen, nehmen Fahrrad raus, wollen noch eine Wiegung durchführen, müssen das Fahrzeug wieder runterfahren und wieder absenken. So, jetzt fahren wir die Hufschlitzen wieder ein. Und nun sehen wir die Wiegung. Das Fahrzeug hat jetzt ein bisschen über 3 Tonnen. 3% Differenz darf da drin sein oder gibt Alkohol auch an. Aber um eine grobe Wiegung vor Abfahrt durchzuführen, ist das, denke ich, ausreichend.